Ihr Lieben da draußen, ich bin von der Höhle. Stone ist nicht mehr dabei von der letzten Folge. Dafür ist die Ruffy da. Hallo Ruffy. Hallöchen. Und ich mich gerade hier mit dem Reaper King. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich in letzter Zeit immer Pech mit meinen Online-Zeiten, dass ich immer in Momenten online komme, wo ich von der Zeit her, dass es nicht passt. Immer irgendwie 90, 10 oder sowas. Also nach 10 Minuten, 10%. Was? 50 geht auch noch. Du musst halt nur ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja, aber jetzt, jetzt habe ich erstmal. Was haben wir jetzt gerade? 40-40? Ne, 50-50 haben wir. Deswegen, das geht ja noch. Oh, es ist ein bisschen sehr warm hier unten. Hier oben. Ich glaube, ich muss meine Rüstung einmal wechseln, sehe ich gerade. Glaube ich gleich. Das ist nicht gut. Ich komme nicht hoch. Meine. Ich fliege durch die Karte. Okay, bin endlich da. Ja, ich bin aber auch schon kurz vorm. Ja, es ist viel zu warm hier, deswegen ich musste gerade meine Schutzrüstung wechseln. Ja. Ich guck mal, dass ich zum Eingang zurück. Da ist der Eingang. Hat er ein Problem? Hier ist ein Reaper gerade genau neben dir. Ja. Der ist ausgekommen und der ist an mir vorbeigerannt. Hat. Ich weiß nicht, was der macht. Hast du ihn Angst vielleicht? Weiß ich nicht. Jetzt greift er an. Da! Aber dich? Au. Mich will er nicht. Was ist jetzt mich an? Also killst du sie auch? Oh ja, okay. Ja, mit der Pump-Action. Welche hast denn du? Was hast du für einen Schaden? Ich habe. Warte kurz. 327. Dex, wir sollten weg hier. What the fuck? Ganz schnell. Tschüss. Die hast du schon mitgezogen. Ich bleib hier oben. Hast du gut gemacht. Du hast ihn da unten mitgezogen. Weg. Der ist nach unten gefallen, oder? Ja, das ist bei dir unten. Ja, ich bin gar nicht unten, ich bin nur hier hochgeklettert ein Stück. What the fuck? Hast du aber auch was Nettes zum Spielen gefunden? Ich ehrlich mal denkst. Ich war die ganze Zeit ruhig. Jetzt bist du aufgetaucht, jetzt auch überhaupt. Hast du kein Leuchtetierchen dabei? Doch, ich musste aber gerade gegen Seeker kämpfen. Hey, ich mach nur 5 Schaden. Ja, weil er noch nicht im Leuchtradius stand. Sagen. Mal weg hier. Sorge. Nieder mit den Reapers. Reaper sind der Doofes. Aber der Alpha Reaper ist jetzt runtergeplumpst oder was? Ja, aber ist egal. Lass uns da unten. Na gut, ich bin an die Seite gehüpft. Müssen wir nur aufpassen, wenn wir nachher runtergehen. Ist der andere schon da hinten? Nee, der andere ist noch nichts. Nur blau, oder? Aber theoretisch bräuchten wir nochmal einen Alpha Reaper eigentlich für den Alpha Rockwell. Du hast nämlich einen Alpha Reaper. Dale war das? Ja, machen wir den doch gleich mal platt. Easy going, Mann. Ja, viel Spaß bei dem. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe es. Ich sagte derjenige, der mit dem Deinonychus da ist. Nicht derjenige, der das tanken muss. So, jetzt mal reingucken. Jetzt habe ich leider nicht so viel Gutes gefunden. Wow. Das ist die Pfeife rauchen. Bauplan für eine Revolver und für eine gelbe. Ja, okay, die ist okay. Hier, wie heißt denn diese Rüstung hier? Eine Hose, Gili-Hose, gelb, Bauplan. Ich weiß nicht, ob wir schon eine bessere haben. Ich glaube, wir haben schon eine blaue. Oh, hier ist ein Ei. Aber das ist garantiert auch schon vergammelt, das Drachenei. Was? Sneaky, sneaky? Drache, Achtung. Ja, Drache ist nicht mein größtes Problem gerade. Es ist. Oh. Da hinten ist noch ein Reaper aufgetaucht. Hier, prügelt euch. Prügelt ihr euch beide. Los, Rock-Element, prügelt den Reaper. Ich habe auch ein Rock-Element gerade bei mir hier. Ja, ich glaube, an den Loot komme ich jetzt gerade nicht so schnell ran. Hätte ich Mr. Big Bite dabei, wäre das eine andere Geschichte. Ich glaube, ich gehe das nächste Mal mit dem hoch. Aber der Drache fliegt im Kreis. So. Oder? Jetzt hat sich der Drache anvisiert oder wo will der hin? Nee, ich bin ein ganz Stückchen weiter weg. Oder was hat's mit dem Drachen da auf sich? Weil der hängt da so ganz komisch in der Ecke jetzt.
Mann, Bilder, 108er. Wir sind unten runter? Ist ja der Rockdrake immer noch? Ah, der Golem? Ja, der Golem steht da noch rum. Den kriege ich auch nicht so schnell weggezogen. Was greift mir an jetzt? Achso. Suchen wir einfach einen anderen Crate. Aber das ist der mit den Flakrüstungsteilen. Nee, komm schon. Ach, jetzt habe ich das einfach gelöscht oder was? Hm? Ja, ich habe gerade mein Applaus gelöscht. Ups. So, okay. Jetzt. Das ist nicht so gut. Ja, tschüss. Ich gehe mal runter zum Golem. Mach das. Den kannst du ja theoretisch auch nur zähmen, wenn du ihn entweder runterziehst. Weil ich glaube, an der Oberfläche den auf die Schnelle zu zählen wird ein bisschen schwierig, weil ich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, kriegen auch Strukturen hier Schaden, wenn die Sonne aufgeht. Ich nehme das Eimer von dem. Ich muss mal gucken, ob das Ei noch gut ist, dadurch, dass es ja das die ganze Zeit anders ist. Ich muss jetzt mal groß gucken, dass ich hier wegkomme. Das ist ziemlich böse hinter mir her. Wow, ich hab ja alles Reaper habe ich hinter mir her. Oh Gott. Komm schon, ne Scheiße. Was ist los? Warum läuft? Oh, ich bin zu schwer. Scheiße, ich kann nicht mehr. Okay, ich muss kämpfen. Hilfe! Ich bin zu schwer wegen dem Ei. Hast du das überhaupt? Oh, Hilfe, ganz ehrlich. Ich bin schon da. Oh, ich habe auch einen Rockdrill im Golem hinter mir. So, die Knife waren ist ausgeschaltet. Gegen den Golem kann ich dir nicht helfen. Dankeschön. Bitteschön. So, das Ei bin ich. Oh, guck mal, wir wurden sogar belohnt damit. Das Ei ist 108. Und nicht vergammelt? Nein. Das hätte ich nicht lesen können. Ja, das ist dann von dem, den ich gerade erschossen habe. Der wird genauso farbig sein wie Pau, wenn du den ausbrütest. Also wie Pause ihrer. Kampfmusik? Hä? Au? Wird die von dem Reaper angekaut, der nicht da ist? Ja, kennst du es doch. Wird so verschwunden. Der übliche Brei hier. Hä? Ich glaube, der Reaper ist durch die Karte gebracht. Gut. Ich habe echt Pech, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Loot. Wir haben echt Pech mit dem Loot. Du meinst, was hier runterkommt? Ja, ich habe jetzt aber auch noch kein Glück gehabt. Kannst du das Rockdray-Ei nehmen? Du meinst das Drachen-Ei? Hier, schmeiß rein. Ja, ich kann nichts mehr tragen mit dem Voll. Alles gut. Ich will... Ach ja, zu meiner eigenen Tasche. Ich will sie sowieso nicht haben. Könnt ihr haben. Schenke ich dir. Okay. Ich mach was. Also war auch schon kurz vorm Vergammeln leider. Oh shit, jetzt hab ich Hunger. Ich hab doch gerade die ganzen Pilze rausgefunden. Komm schon. Oh nein, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ah, weg. Mensch. Ich wollte nachfragen, was du da gerade tust. Ja, du kennst das doch. Die Viecher hier, die springen doch immer. Die hakt sich irgendwo fest, dann drückst du zum Loslassen und dann springt der durch die ganze Karte. Ja. Noch nie gehabt? Doch, ein, zwei Mal bis jetzt nur. Und jetzt ist mir wieder zu kalt. Was ist doch Ärger. Oh, jetzt wieder warm genug. War noch nicht. Jetzt. Aber willst du reingucken oder? Ich gehe jetzt ran. Wow. Wieder eine Schrott. Naja, ist ein fertiger Flak, ja, aber das ist Schrott. Also, wir haben noch bessere, wir haben noch Lilien. Ja, aber fertige, glaube ich, nur. Oder Baupläne? Nee, Baupläne. Baupläne. Oh, guck mal, das ist ein roter Lutstrahl. Ja, ich freue mich, aber ganz ehrlich, rot ist auf Aberration hier bei uns nichts Gutes. Ja. Wir sollten vielleicht gleich, wenn wir den roten Blutstrahl noch mitgenommen haben, ganz schnell runter. Kommst du noch mal ganz zu mir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh shit. Was? Ich brauche Hilfe. Sarah, ich kann nicht wenden. Ich kann nicht mehr weglaufen.
Dex, lass uns ganz schnell Richtung Ausgang gehen. Ich bin schnell, gibt's bei mir relativ immer. Dann schmeiß rein die Sachen. Ja, komm hoch. Oder ja, ich stelle sie dir runter. Komm mal zu mir runter, weil wir müssen ganz schnell nach oben. Ja, jetzt kommt die wieder an. Komm, wir gehen. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber wenn jetzt unten die Reaper Queen ist, da wird's problematisch. Das ist kein Reaper Queen, das ist ein Alpha King. Ja, Alpha King wollte ich ja. Oh, den roten Lelutstrahl, den müssen wir uns aber echt noch mitnehmen. Ganz ehrlich, den hole ich mir jetzt noch. Komm ganz kurz mal zum Rand. Ich gebe die ganzen Sachen und ich warte, bis der rote Strahl noch kommt. Hier, ich bin am Rand jetzt. Reaper King ist tot. Aber das Problem ist, hast du mal auf die Uhrzeit geguckt? Wir haben 90 Tag. Die Zeit rast gerade so runter. Ja. Oh Gott, ich komme nicht raus. Nein, ist auf mich drauf gefallen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr weg. Schon wieder. Hey, nicht runterschubsen. Komm, schieß jetzt. Schieß, schieß. Ah. Au. So, ganz kurz. Schnell, schnell, schnell. Oh, schon wieder der Grütze. Ich komme nicht mehr. Ich bin zu langsam. Ich komme nicht mehr vorwärts. Echt. Nimm alles bitte. Alles, was hier drin ist. Alles, alles, alles. Ich weiß nicht, ob wir hier noch im Radius von der Hitze sind. Ja, sind wir noch. Volle Möhre. Was lässt du doch mal alles raus? Ja, es wird ja sowieso nichts. Aber die schweren Sachen rausnehmen. Kann ich mich bewegen? Nee, kann ich nicht bewegen. Guck mal, Hauptsache, du kommst hier erstmal raus. Nee, ich will noch hoch. Ich will hoch. Hol mir den Luftstrahl noch. Viel Spaß dabei, wir haben 4:40 Uhr. Egal. Ich bin zu langsam, ich muss das loswerden. Warte mal kurz, bleib mal da stehen. Ich muss hier. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn hier an mir dran? Was ist denn hier drin? Pass auf, ich gebe dir mal ganz kurz. Hä? Was ist denn so schwer, verdammte Scheiße hier? Hast du vielleicht noch irgendwas dabei, was sehr schwer ist? Ich gebe dir einfach mal ganz kurz ein paar Sachen, die ich gleich wieder. Oh Gott, ich komme gleich nicht dran. So, schnell, schnell, schnell. Ach nein, das. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast die ganze Rüstung hier noch drin, Dex. Ja, ich hab's ja gerade rüber getan, das wollte ich gerade rausnehmen. Nimm einfach mal alles raus. Das Fleisch schmeißen wir mal raus. Den Sattel kannst du auch noch rauswerfen. Das brauchst du keiner, das braucht keiner. So, okay. So, perfekt. Jetzt. Oh, ich geh mal aus dem Radius ein bisschen raus. Ja. Ich muss ja mal erstmal wieder hochkommen, das macht er ja nicht. Oder? Oh, oh. Nein, landen! Oh, das ist. Doch, da kommt die Hitzewelle schon. Shit! Mann, der rote Strahl! Ja, wir hatten Pech leider, das ist jetzt gerade direkt umgeschaltet, das ist auf 90:10. Da muss man nämlich auch mal drauf achten. Ach Mann. Deswegen meinte ich ja so schnell wie möglich runter. Sonst wären wir jetzt da oben vorne gewesen. Verdammt. Ja, das fährt. Oh, lass doch los, ja, ihr kleinen. Das, also die, man sieht sofort, dass diese Tiere nicht auf diese Karte gehören. Überhaupt nicht. Die halten sich an jeden kleinsten Scheißstein fest und dann machen sie dann immer so komische Sprungaktionen. Ja, schade. Ich hab vergessen, dass ich keine Dingsrüstung anhabe. Mist. Ach, egal. Der Effekt sollte gleich wieder weggehen. Das ist ja nicht so schlimm wie bei den blauen Pilzen. Okay, dann nehme ich mal wieder Sachen raus, die von mir waren. Das war von mir, das war von mir, das war von mir. Okay, das. Alles andere war auch noch von mir, aber das brauche ich alles nicht. Das ist okay. Ah, tschüss. Okay. Einmal meine normale Rüstung wieder anziehen. Waren der Helm jetzt, der Schutzhelm und die Schutzschuhe waren die von dir? Nee, ich glaube, die waren von mir, oder? Ich habe meinen Schutzhelm und noch ein bisschen Stuff dabei. Alles von mir ist eingefärbt. Okay. Also wenn es nicht eingefärbt ist, ist es nicht von mir. So ein Pech mit den Lutstrahlen wieder und mit der Zeit wieder. Das haben wir ja, wieder. Es ist mit der Zeit, das ärgert mich gerade ein bisschen, 90, ehrlich 10. gesagt. Ja, wir 90:10 die ganze Zeit haben. Immer wenn ich online bin, 90:10 und dann die nächsten Tage immer nur 90:10. Ach. Wir brauchen echt unbedingt, also ich glaube, wir sollten, dass da der Rhythmus ja so weiterläuft, weil der Server ja mal an ist, würde ich das empfehlen, entweder den Server mal runterzufahren für längere Zeit oder mal an einer anderen Uhrzeit online zu kommen, um diesen Rhythmus nicht zu bekommen. Es wäre vielleicht wieso sinnvoll, den Server mal wieder so einzustellen, dass er sich wirklich neu startet. Macht er ja, macht das er schon. Das Problem ist, also macht er schon. Ja, hat er vorhin gesagt, nein. Ja, der hat es gerade eben eingestellt.
Achso, dann ist ja gut, weil die Eier unten, alle Rockdrag-Eier sind einfach vergammelt. Ja, ja. Macht echt keinen Spaß, die Eier im Moment zu sammeln. Deswegen. Na, guck mal, ein Jabor. Ein paar Tage kam ja gesehen. Huch. Wo hängst du denn da gerade dran? Ich hab den Baum nicht gesehen, der ist gerade erst vor mir aufgeploppt. Rucksack hat sich erstmal in die Wand gehangen. Oh, in die Luft. Eieiei. So. Ganz kurz, erstmal wäre es zu futtern holen aus meinem Kühlschrank. Faktor sagt, er hat Hunger. Um diese Uhrzeit geht meine Nase immer weiter zu und dann irgendwann bist du nur noch durch die Nase trompeten. Aber es ist auch gar keine Pollenzeit mehr. Nee, es ist einfach nur, ich habe mich irgendwie erkältet durch die Klimaanlage oder so bei mir. Nee. Klimaanlage ist toll, aber Klimaanlage bei so bestimmten Zeiten, wenn es nicht heiß ist, aber dann doch schwül. Wo es zu unangenehm ist und weil die Klimaanlage eigentlich nicht an sein sollte, aber du machst sie trotzdem an, weil es unangenehm schwül ist, damit du wenigstens ein bisschen gekühlt wirst. Oder wenn du eine Luftzirkulation zumindest hast, ja. Ich glaube, ich hüpfe mal ganz kurz zur Schleckpflanze hinten in unser Lager. Rockdrag hat es ein bisschen zerlegt. So. Ich bin vollkommen zufrieden mit meinem Häuschen. Sieht sehr, sehr schön aus. Gemütlich. Finde ich auch. Eieiei. Das direkt wieder umgeschlagen ist, ehrlich. Ja, doof, der rote Strahl. Also ich bin bei roten Strahlen bin ich bei Aberration sowieso jetzt nicht mehr so hinterher. Das ist sowieso nur Schrott. Wir haben ja mit Akuma und wer war noch da oben? Pau. Du warst, glaube ich, auch mal da. Bei den ganzen Runs, die wir oben gemacht haben, wo die Uhrzeiten noch besser waren. Da haben wir recht viele rote Strahlen bekommen und die waren die schlechtesten von allen. Die besten waren irgendwie immer die blauen. Ey, blauen und meistens die gelben. In den gelben kriegst du meistens auch noch relativ guten Loot. In den roten ist das tatsächlich mal so, du entweder kriegst richtig beschissenen Loot oder richtig, richtig guten Loot. Aber es gibt nur diese beiden Optionen irgendwie gefühlt. Ich glaube, wenn es wirklich mal wieder jetzt 50-50 ist oder 10-90, also 90 Nacht, werde ich mal mit Mr. Big Bite hochgehen. Ja, aber auch ganz gut mit einem Reaper da oben rum zu rennen. Ja, aber Mr. Big Bite beißt sich ja durch die Reaper und durch die Rock Elements einfach so durch. War doch das Lustige auf Scotch Earth immer, wenn wir da so ein Rock Element hatten. Ja, Rock Elemente werden einfach weggenascht, ja. Wenn sie es leider ein bisschen genervt haben mit der Schadensreduktionsignorierung. Schwieriges Wort. Haben wir kein Benzin mehr? Hat jemand den Fabricator angelassen? Ja, ich glaube, der lief auf Dauerschleife, weil Gnomi das letzte Mal Metall reingeworfen hat noch. Okay. Da müsste eine ganze Menge Metall drin sein. Benzin oder nicht? Die Schmelze. Nee, der Fabricator. Fabricator, der braucht auch Benzin. Ja, aber warum geht der nicht an? Mache ich irgendwas falsch? Warte mal, ich guck mal kurz. Inventar öffne nur. Irgendwas mache ich gerade irgendwie falsch. Aber hier ist Benzin noch drin. Gut. Sind schon Strom? Öffnen. Das Benzin noch mal raus und pack's wieder rein. Hallo? Bock da drauf, hinterher zu laufen. Der irgendwie defekt gerade. Seltsam. Ich bin gerade total verwirrt. Maximal wohl. Okay. Der geht einfach nicht an. Ich frag mich warum. Irgendwie so ein Defekt von dem? Du hast das Benzin gerade wieder rausgenommen, oder? Nee. Nee, da ist es wieder.
Ich habe gerade meine Sachen wieder rausgenommen, damit die nicht da drin liegen. Nee. Ich kann ihn auch nicht anmachen. Willkommen bei Ark, wir haben keine Bugs. Wer weiß. Wir machen immer Folgendes, Leute. Heute ist mal eine ganz kurze Folge. Dafür muss ich den Server jetzt gleich mal neu starten und dann mal gucken, ob wir erstmal neue Rock Rates bekommen. Und hier mit dem Fabricator muss ich mal gucken. Irgendwas ist irgendwie. Ach, keine Ahnung. Mach das ruhig. Mach sehen. Das ruhig erstmal. Weil. Bis das ja nichts. Düblö. Bis gleich. Später. Dann. Oder nachher.